Da sind sie. Erste Details, Ansichten und Klänge der neuen Orgel in der evangelischen Kirche von Herzogenaurach. Aber der Reihe nach. Am 1. August 2022 veranstaltete der Orgelbauverein eine Infoveranstaltung in der evangelisch-lutherischen Kirche von Herzogenaurach. Unter dem Motto Einblicke, Informationen zur neuen Orgel gaben Orgelbaumeister Stefan Krause aus Waltershausen und Kantor Dr. Gerald Fink Informationen über das Instrument aus erster Hand. So hat dann das leere Gehäuse ungefähr ausgesehen. Danach kam der Maler und hat alles weiß ausgemalt. Nicht viele Leute haben es so gesehen, denn sofort in der nächsten Woche ging es mit den großen Holzteilen los, die zunächst 4, dann 3, dann 2 Mitarbeiter der Orgelbaufirma Waltershausen hier eingebaut haben. Viele dieser Pfeifen sind inzwischen eingebaut, aber viele liegen auch hier noch. Der Spieltisch, das war für uns natürlich, für uns Organistinnen und Organisten besonders interessant, wie wird der ausschauen. Sie können ihn heute auch sehen. Die Pfeifen sind alle fertig gemacht. Sie wurden schon vorintoniert, wie man sagt, und hergestellt. Zum großen Teil auch dort direkt in ihrer Orgelbaufirma in Waltershausen. Und der große Auftrag ist jetzt eigentlich jede einzelne Orgelpfeife. Wie viel sind es eigentlich, Herr Krause? 1420 klingende und 19 stumme. Oh, das wird er noch sagen, warum auch 19 stumme dabei sind. Also alle diese 1400 Pfeifen werden nicht nur einmal in die Hand genommen, sondern sie werden mehrfach in die Hand genommen und zunächst genau für sich gestimmt, dann untereinander abgeglichen, dann aber auch, dass sie mit allen Registern untereinander gut harmonieren. Dann war es soweit. Die Leinwand wurde hochgefahren und zum ersten Mal konnten die Besucher einen Blick auf die neue Orgel werfen. Der Schwerpunkt der Vorstellung und die Publikumsfragen gingen hauptsächlich um die optischen Eindrücke und technischen Details der neuen Orgel. Es war ein langer Prozess, dass wir gemeinsam mit dem Architekten Wimmer eine Form gefunden haben, dass genug Platz ist für einen Raum dieser Größe, für eine Orgel, die tatsächlich den ganzen Raum sättigend füllt. Dazu waren noch die Vorgaben gegeben, dass die Formen wiedererkennbar sind. Und das ist, glaube ich, Herr Stade hat diesen Entwurf gemacht, ist ihm wunderbar gelungen mit diesen doppelt geschwungenen Pfeifen. So, das war schon der erste Teil und das, was ich sagen wollte. Bevor ich ein paar Pfeifen anspiele, wird Herr Orgelbauer Krause nun einige Sachen von der technischen Seite her erklären. Zur Konzeption der Orgel möchte ich Ihnen einiges sagen. Es handelt sich um eine zweimanualige Orgel, das war Ihre Vorgängerorgel aber auch schon. Wissen Sie, was das bedeutet, eine zweimanualige Orgel? Wer weiß das denn? Das wissen hier alle. Das wissen alle. Wunderbar. Können wir weitermachen? Also alle wissen das. Wir haben also zwei Manualwerke in der Orgel und ein Pedalwerk. Die große Schwierigkeit war bei dieser Orgel, das, was wir brauchen, um den Raum zu füllen, auch wirklich auf diesem Platz unterzubekommen. Und deshalb geht es in dieser Orgel sehr, sehr eng zu. Aufgrund dessen, dass wir so ungünstige Platzverhältnisse hatten, haben wir uns entschieden, eine Orgel zu bauen, die teilweise mechanisch und teilweise elektrisch funktioniert. Man kann prinzipiell eine Orgel dieser Größe auch rein mechanisch bauen, aber dann macht einem praktisch die Physik oder die Technik Vorgaben, wie man das Werk anordnen muss und man kann nicht so sehr eng stopfen. Wenn man die Orgel aber elektrisch baut, dann kann man praktisch jede Pfeife hinstellen, wo man möchte, wo man Platz hat und dort wird einfach das elektrische Ventil platziert und schon ist man aus dem Schneider. Man muss dazu wissen, dass die mechanische Traktur für den Orgelspieler immer sehr große Vorteile bietet. Das wird mir Herr Dr. Fink sicherlich bestätigen, dass Organisten viel lieber auf mechanischen Orgeln spielen als auf elektrischen, weil man als Spieler dann einen fühlbaren Kontakt hat zu der Stelle, wo der Ton entsteht. Kann man so sagen, nicht? Ja. Aber die Elektrik ist heutzutage so gut entwickelt, dass man in Kompromissfällen auch sehr gut
und angenehm spielbare elektrische Orgeln bauen kann. Sozusagen haben wir jetzt hier also eine Orgel mit Hybridantrieb, also nicht mit Verbrennungsmotor und Elektromotor, sondern mit mechanischer Traktur teilweise und mit elektrischer Traktur. Um es genau zu sagen, haben wir im vorderen Teil, wo man die Prospektpfeifen sieht, das sogenannte Hauptwerk. Das ist vom ersten Manual aus zu spielen und das geht wirklich rein mechanisch zu spielen, zumindest was die Spieltraktur betrifft. Und die anderen Werke, das Schwellwerk, was man hinter diesen Jalousien sich vorstellen kann, mit dem Pedalwerk zusammen, das ist mit elektrischen Ventilen angespielt. Es wurden fleißig interessante Fragen aus dem Publikum gestellt, wie zum Beispiel, worauf sich die elektrische und mechanische Steuerung eigentlich bezieht. Das bezieht sich auf die Steuerung der Ventile, die am Ende den Wind freigeben für die Pfeifen. Also Pfeifen werden immer mit Wind angespielt. Der Wind wird durch ein Ventil, also durch eine Klappe, abgesperrt oder freigegeben und diese Steuerung der Ventilklappen erfolgt entweder mechanisch oder elektrisch. Es geht also um den Weg von der Taste zur Pfeife. Wenn ich die Taste drücke, kommt ein elektrisches Signal oder ein mechanisches Signal? Bei der nächsten Antwort erläutert Herr Krause die Funktion der stummen Pfeifen. Die stummen Pfeifen braucht man eigentlich nur für die Optik. Wenn man für die optische Gestaltung nicht genügend Kandidaten findet, dann werden welche dazu erfunden und die geben keine Töne. Früher gab es eine Blase, die Luft. Ja. Und wie geht das heute? Haben Sie da ständig Druckluft drauf? Ja, es gibt einen Elektroventilator, also einen Elektromotor mit einem Lüfterrad, der erzeugt Wind. Und dann gibt es aber trotzdem einen Balg, der als Druckregler verwendet wird. Der muss also dafür sorgen, dass bei viel Windverbrauch oder bei wenig Windverbrauch jeweils der gleiche Druck im System existiert. Ich habe also keine Frage zu den Pfeifen, sondern eigentlich mehr zu den Wandverhältnissen jetzt. Wir haben ja vorhin gesehen, wie der Maler gekommen ist und hat alles weiß eingestrichen und da waren keine Fenster eingebrochen und gar nichts. Zu was brauchen Sie diese oberen Schlossetten oder wie Fenster oder was? Ist da eine Holzwand vor die Mauer gesetzt worden, dass da Luft ist oder so? Dahinter stehen noch die Pfeifen vom Schwellwerk und vom Pedalwerk und die können mittels dieser Jalousien lauter oder leiser eingestellt werden. Vielleicht erinnert ihr euch, also erst einmal will ich sagen, ich finde es super. Erstens mal beweist ihr dem Herrn Krause, dass ihr viel Interesse an der Orgel habt und viel Kenntnisse. Und zweitens kommen wir gleich so ins Gespräch und erzählen nicht irgendwas, sondern das, was euch interessiert. Aber wenn ihr euch an die alte Orgel erinnert, dann hatte die hier einen kleinen Schwellkasten. Ja? Da waren ziemlich hohe Pfeifen und die konnte man lauter und leiser stellen. Und das haben wir jetzt auch, aber über die ganze hintere Wand. Das heißt, es ist jetzt fast 10-mal so groß, was wir auf und zu machen können. Und so können wir die Lautstärke natürlich noch wesentlich besser dynamisch abstufen. Auch unter dem Spielen. Bitte? Während des Spielens. Dafür gibt es so einen Schwelltritt. Das schaut aus wie das Gaspedal beim Auto. Und wenn man drauf tritt, spielt man nicht schneller, sondern lauter. Na, wer weiß. Wer weiß. Das kommt noch drauf an. Es sind erste Register gesetzt und damit war auch die Frage der Stimmung verbunden. Nehmen wir eine gleichschwebende, gleichstufige Stimmung wie das Klavier. Nehmen wir eine Stimmung, wie sie zu Buxtehudes Zeit oder noch älter war, eine Werkmeisterstimmung und wie auch immer. Und wir haben uns nach langen Beratungen, auch nach ersten Hörerlebnissen hier, für die Bach-Kellner-Stimmung entschieden. Bach selber war ja ein sehr feiner Stimmer. Eins seiner Hauptwerke, das wohltemperierte Klavier, befasst sich geradezu damit, wie kann ich alle Tonarten so spielen, dass sie schön klingen. Nicht, dass alle gleich klingen, sondern dass alle schön klingen. Und man hat aufgrund dieser Kompositionen gewisse Anhaltspunkte und aus seinen schriftlichen Äußerungen, wie er vielleicht gestimmt haben könnte. Und im letzten Jahrhundert hat Keller versucht, daraus eine Stimmung zu machen. Und die haben wir hier angesetzt. Damit kann man alle Tonarten spielen, aber die mit weniger Vorzeichen klingen reiner. Jetzt sind die ganzen starken Register
also die Prinzipale sind zum großen Teil gestimmt, also die Metallpfeifen und die verschiedenen Achtfüße. Die verschiedenen Achtfüße sind nicht verschieden laut oder werden immer lauter, sondern sie haben verschiedene Klangfarben. Die können wir heute hören. Die Zungenstimmen können wir noch gar nicht hören. Es ist nämlich so eng, dass Herr Krause erst diese Pfeifen stimmen muss und dann kann er die anderen überhaupt erst reinstellen, damit er die dann hinterher stimmen kann. Die Mixturen, also die Klangkronen, sind auch noch gar nicht, zum Teil schon drin, aber jedenfalls nicht gestimmt. Oktave dazu? Ja. Kommen wir schon in die erste Klangkrone. Vielleicht mal die beiden Prinzipalchöre gegeneinander. Also erstes und zweites Manual. Herr Krause, dass Sie uns mal eine Pfeife hervorholen, vielleicht hier in unserer Nähe, und dass wir mal sehen, wie Sie das jetzt hinkriegen, dass tatsächlich eine Pfeife wie die andere klingt und warum Sie dafür 3 Monate brauchen. Ich will nur mal exemplarisch so ein paar Einzelheiten zeigen, was man so machen kann und was es für Werkzeuge gibt. So, die Pfeife ist mir erstmal noch zu laut und da habe ich die Möglichkeit, unten an der Fußspitze das Fußloch zu verkleinern und somit den Windeinstrom zu verringern. Dazu hätte ich gern mal den Hammer erstmal. So, mache ich ein paar Mal so. Das Loch wird minimal kleiner, um Millimeterbruchteile. Ich habe auch eine Liste, wo drauf steht, wie groß es werden soll, aber die habe ich natürlich jetzt nicht hier, ich weiß es aber zufällig. Dann gibt es hier einen Fußlochdorn. Wer schon mal beim Juwelier war und Ringe hat machen lassen, der kennt das Ding. Das haben die Juweliere auch. Damit kann man Innendurchmesser messen. Und ich messe jetzt mal, dass dieses Fußloch jetzt 3 Millimeter groß ist. Und das ist schon mal gut. Das lasse ich jetzt. 3 Millimeter. So. Klingt wesentlich leiser. So. Und wie viel haben Sie jetzt abgenommen? Einen halben Millimeter etwa. Halben Millimeter, das macht den nicht Unterschied. Viel hilft viel. Nur ist es ja so, dass die Pfeifen alle schon vorintoniert sind, deswegen kann man hier gar nicht mehr allzu viel zeigen, denn die anderen Sachen würde ich jetzt direkt bei dieser Pfeife so lassen. Aber das, was wir hier an Werkzeugen noch haben, das zeige ich natürlich auch. Dieses Ding hier ist ein sogenannter Labienheber. Damit kann ich das Oberlabium der Pfeife so ein bisschen nach draußen holen, wenn es nötig wäre.
Und um es wieder zurückzubringen, falls ich zu viel gemacht habe, auch das kommt nämlich vor, kann ich das Hämmerchen nehmen und hier wieder ein bisschen klopfen. So. Ach, ist das schön, wenn man einen Assistenten hat. Jetzt hätte ich gern mal die Schere. Die Tonhöhe, also der eigentliche Stimmvorgang betrifft ja nur die Tonhöhe. Und um die Tonhöhe zu ändern, wird die Körperlänge geändert. Das macht man mit der Schere, das erschrecken Sie nicht. Das muss so sein. Das lassen wir einfach runterfallen. Das schneidet man hier ringsum ein Stückchen ab. Und schon, was ist das für ein Metall? Das ist eine Legierung aus Zinn und Blei. Mehr Blei als Zinn. Wer möchte es haben? Für 10 Euro Spende bekommen Sie es. Bitte nicht essen, das Blei ist giftig. Ein sogenanntes Stimmhorn, das wird dazu benötigt, um die Mündung einer Pfeife ein bisschen nach innen zu reiben, indem man da drauf schlägt. So, das ist jetzt vielleicht schlecht zu sehen für Sie, aber die ist jetzt so ein bisschen eingewölbt und dadurch ist der Ton wieder etwas tiefer. Also alles, was ich zuvor zu viel abgeschnitten habe, kriege ich ein bisschen wieder, indem ich die Mündung einkulpe. Das sind so ein paar Also Sie machen an beiden Enden, hier am dicken Ende, sage ich mal. Ja, das ist die Mündung. Etwas, ja. Die Mündung. Körpermündung. Sie machen unten am Pfeifenfuß ja. Etwas und Sie machen auch in der Mitte etwas. Da macht man sogar recht viel, nur das jetzt alles im Detail zu zeigen, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben eventuell. Und also das Heiligtum in der Intoniererei ist beispielsweise die Aufschnitthöhe. Das ist die Höhe von diesem Schlitz, den man hier vorne sieht. Aber da gehe ich natürlich jetzt nicht so ohne weiteres dran, den zu verändern, denn der ist schon so, wie er sein muss. Und dann da schneide ich jetzt mal nicht zum Spaß dran rum. Das lassen wir lieber sein. Die Tonhöhe ist temperaturabhängig erstmal. Das stimmt. Also wenn die Raumtemperatur sich ändert, dann ändert sich die Tonhöhe mit. Aber die Hauptursache dafür ist, dass die Luftsäule in den Pfeifen sich verändert. Deshalb spielt es keine so große Rolle, ob es Holzpfeifen oder Metallpfeifen sind. Und wenn die Temperaturänderung schön langsam vor sich geht, dann kommen die Pfeifen auch gut hinterher. Aber bei einer schnellen Temperaturänderung, beispielsweise geheizte Kirche im Winter und jemand macht jetzt die Türen alle auf und kalte Luft zieht rein, dann wird sich wahrscheinlich ein Großteil der Pfeifen recht schnell verstimmen. Und ein anderer Teil nicht und dann hat man das Theater. Also dann passt natürlich nichts zusammen. Aber nach ein paar Stunden hat sich das alles wieder ausgeglichen. Die Orgel wird in sich eigentlich immer stimmen, egal ob es warm oder kalt ist. Es gibt sehr verschiedene Holzarten, die man nehmen kann. Große Pfeifen baut man gern aus Nadelholz, einfach weil sie dann nicht so schwer sind und auch nicht so teuer werden. Und bei den kleineren nimmt man sehr gerne Harthölzer. Und zwar deshalb, weil die sich präziser verarbeiten lassen, weil die viel feinfaseriger sind. Um es genau zu sagen, wir haben Kiefer und Tanne bei den großen Holzpfeifen und bei den kleineren Birnenbaum und Elsbeere. Eiche kommt teilweise auch vor, ein bisschen, und Buche. Also unterschiedliche Klangfarben beruhen hauptsächlich erstmal auf der Bauart der Pfeifen, auch auf den Mensuren, also auf den Maßverhältnissen. Dicke Pfeife oder dünne Pfeife, um es einfach zu sagen. Oder gedeckte Pfeife oder offene Pfeife macht einen Unterschied. Zylindrische Pfeife oder konische Pfeife macht einen Unterschied. Und dann natürlich auch die Materialien. Metall klingt auch prinzipiell ein bisschen anders als Holz. Und ich darf in den über 30 Jahren, wo ich jetzt schon hier tätig sein kann, sagen, dass es mir ein großer Wunsch ist, dass die Orgel das ausdrückt, wie ich hier den Glauben empfinde. Man empfindet ihn nicht an jedem Ort vielleicht gleich, aber wir haben hier keine triumphale Kirche. Wir haben hier keine auftrumpfende Kirche. Wir haben hier eine Kirche, für mich eine Kirche der Nähe und eine Kirche der Gemeinschaft und eine Kirche, die trägt von unten her. Sie ist wunderbar aufgestellt, sodass man ein Erdungsgefühl hat und eine Geborgenheit. Ich hoffe, dass diese Geborgenheit im Gott, im Glauben, diese Nähe, diese Schattierungen, auf das Feine zu schauen und nicht nur auf das Äußerliche, sondern auch mit dem Ohr genau hinzuhören, dass uns dazu diese neue Orgel auch verhilft. Wir haben alle daran gearbeitet und das wäre das ganz große Ziel und das größte Geschenk. Pfarrer Oliver Schürle erwähnte in seiner Abschlussrede, dass aktuell noch ca. 100.000 Euro bei der Orgelfinanzierung fehlen und durch Spenden aufgebracht werden müssen.
Zum Schluss waren einmalige Einblicke in das Innenleben des Instrumentes möglich.